Willkommen zu diesem Video. Noch eine ganz kleine Information, bevor es losgeht. Das hier ist ein kleiner Ausschnitt aus einem Webinar namens die 5 Säulen der Darmgesundheit, welches Martin vor kurzem gehalten hat. Und wenn du die Live-Aufnahme verpasst hast, ist es gar kein Problem, denn du kannst dir die vollständige Aufnahme auch kostenlos im Nachhinein anschauen. Einen Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's los mit dem eigentlichen Video. Ich wünsche dir viel Spaß und los geht's. Ich habe jetzt meine Mini-Darmkur für euch. Und wir haben im Darmkurs haben wir noch ein paar tiefergehende Sachen. Der Darmkurs ist insgesamt aber auch ein bisschen umfangreicher als dieses Webinar. Empfehlung, falls es jemand mal in die Tiefe gehen möchte. Mini-Darmkur. 3 Tage Basenfasten. Wobei jetzt, also Basenfasten, von Säuren und Basen halte ich nicht so viel, aber es hat sich irgendwie eingebürgert als Basenfasten. Wirklich mal 3 Tage nichts essen, außer Reis, Obst, Gemüse, Beeren, Pilze. Nichts Tierisches, weil tierische Sachen brauchen einfach noch ein bisschen mehr Verdauungsleistung und kein Kaffee. Das mal 3 Tage. An Tag 1 ein bisschen abführen, einfach mal durchschrubben. Das kannst du mit 10 Gramm Rizinusöl als Kapseln, mit 2 Gramm Magnesiumoxid oder mit Flohsamen. Tag 1 ein bisschen durchschrubben. Und Tag 2 kannst du, wenn du möchtest, einen kleinen Einlauf machen. Schönen Einlauf. Ich erkläre euch jetzt nicht, wie ein Einlauf funktioniert, aber ich kann sagen, dass ein Einlauf für viele echt nochmal sehr, sehr gut sein kann. Erst abführen, dann einen Einlauf und dann Tag 3 eine Ganzkörpermassage. Am besten so 2 Stunden mit Aromaöl und Kräutern. Das parallel dazu 3 Tage Basenfasten. Wer möchte, kann dann noch so die Pro- und Präbiotika oder die Heilpilze einbauen. Das ist wirklich mal 3 Tage ziemlich effektiv. Ich würde natürlich empfehlen, im Alltag so gesund wie möglich zu leben. Aber wenn es mal eine Darmkur gibt, eine Mini-Darmkur, die ich empfehlen kann, dann wäre es sowas. Als die Frage kam, was hältst du von veganem Kollagen? Veganes Kollagen gibt es nicht. Also veganes Kollagen ist eigentlich mehr Marketing als irgendwas. Also es gibt kein veganes Kollagen. Da können wir aber auch in der Fragerunde noch ein bisschen drauf eingehen. Also das ist Marketing, weniger Wirkung. Ansonsten, damit die auch wirklich funktioniert, viel bewegen, massieren, Wechselduschen, nicht so viel arbeiten oder gar nicht arbeiten, mal Stress wirklich reduzieren. Das Ding ist, bei Stress wird unser Darm weniger durchblutet und heißt, es ist auch weniger Energie, weniger Nährstoffe, weniger Sauerstoff und weniger Regenerationspotenzial. Deswegen, Stress ist auch ein Riesentrigger für Darmbeschwerden. Einfach weil unser Darm dann weniger durchblutet wird und weniger Ressourcen bekommt. Ja, das war's mit diesem kleinen Ausschnitt. Nochmal zur Information, das vollständige Webinar findest du unten in der Videobeschreibung. Und noch eine wichtige Information zum Schluss. Das solltest du nicht verpassen. Wir haben gerade eine einmalige Aktion am Laufen, in der wir unseren Darmgesundheit-Masterkurs preislich reduziert haben, um wirklich jedem nochmal die Möglichkeit zu geben, sich weiterzubilden. Dieser Online-Kurs umfasst inzwischen 36 Videos rund ums Thema Darmgesundheit, in denen du wirklich alle Informationen, alle Tools gegeben bekommst für deine eigene Heilung, aber auch um möglicherweise anderen Menschen therapeutisch zu helfen. Ja, mit diesem Kurs hast du ein tieferes Verständnis als 99% der Bevölkerung, wenn es ins Thema Darmgesundheit geht. Eine wirkliche Herzensempfehlung. Und wir haben diesen Kurs im Moment von 999 auf 399 € reduziert. Also nutze die Möglichkeit und melde dich jetzt an.